Um mich kurz zu fassen, beziehe ich mich im Folgenden nur auf sexistisches Verhalten gegenüber Frauen. Es gibt aber natürlich auch sexistisches Verhalten gegenüber Männern, über das ich gerne nächstes Jahr an dieser Stelle berichten werde. Wenn es um Sexismus geht, müssen mindestens zwei Formen unterschieden werden. Da ist zum einen der hostile, das heißt der feindliche Sexismus, und da ist auf der anderen Seite der benevolente, das heißt der wohlwollende Sexismus. Hostiler Sexismus ist das, was sich vermutlich die meisten von Ihnen unter Sexismus vorstellen. Frauen werden negativ bewertet, zum Beispiel als weniger kompetent eingeschätzt oder offen diskriminiert. Bei benevolentem Sexismus hingegen geht es um die Überzeugung, dass Frauen das bessere Geschlecht seien und von Gentlemen beschützt werden sollten. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass Frauen leichte Arbeiten abgenommen werden, wie das Installieren eines Computerprogramms mit dem Spruch, dass sie sich als Frau damit nicht herumschlagen müsse. Jetzt fragen Sie vielleicht, wie kann denn ein nettes Hilfsangebot sexistisch sein? Da haben Sie recht. Benevolente Einstellungen und Verhaltensweisen können einfach nur nett gemeint sein. Sie werden erst dann sexistisch, wenn sie nur für ein Geschlecht gelten und es nicht gewünscht wird, wenn sich Frauen in gleicher Art und Weise verhalten. Zum Beispiel, wenn eine Frau darauf besteht, im Restaurant die Rechnung zahlen zu wollen. So wird ein Rollenbild aufrechterhalten, welches Frauen zwar als ganz wunderbar darstellt, gleichzeitig aber auch als schwach, inkompetent und schutzbedürftig. Sexismus gibt es als Verhalten und auch als Einstellung. Ich erinnere an die Brüderle-Debatte Anfang letzten Jahres. Rainer Brüderle hat ein Verhalten gezeigt. Er hat ein scheinbares Kompliment gemacht, welches aus der Sicht einer Journalistin sexistisch war. Hätte man vorhersagen können, dass es abends an dieser Hotelbar zu sexistischem Verhalten kommen würde, hätte man Brüderles Einstellungen gekannt. In einem aktuellen Forschungsprojekt haben wir das überprüft. Wir haben zunächst sexistische Einstellungen von Männern erfasst, und zwar ihre bewussten und ihre unbewussten Einstellungen. Dann haben wir getestet, ob sich Männer in unserem Labor sexistisch verhalten würden und ob wir das mit ihren Einstellungen vorhersagen können. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Männer mit benevolent-sexistischen Einstellungen auch mit größerer Wahrscheinlichkeit benevolent-sexistisch verhielten, zum Beispiel ihrer fiktiven Freundin verbaten, ein potenziell gefährliches Praktikum zu absolvieren. Und Männer mit hostil-sexistischen Einstellungen handelten mit größerer Wahrscheinlichkeit hostil-sexistisch, indem sie beispielsweise sexistische Witze weiterempfahlen. Ob sich jemand sexistisch verhält, hängt allerdings nicht nur von individuellen Einstellungen ab, sondern auch von sozialen Normen. Sie kennen das alle. In manchen Situationen wird sexistisches Verhalten nicht toleriert, in anderen Situationen aber schon. Man muss beachten, mit wem die Personen interagieren und was der soziale Kontext ist. Die gleiche Bemerkung hätte Brüderle nicht gegenüber einer anderen Person gemacht, zum Beispiel gegenüber Frau Merkel, und er hätte es auch nicht an einem anderen Ort gemacht, zum Beispiel im Bundestag, anstatt an einer Hotelbar. Ob sich jemand sexistisch verhält, hängt also von den Einstellungen einer Person ab, von der Zielperson und von den in einem bestimmten Kontext aktivierten sozialen Normen. Dankeschön.